Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen einmal erklären, wie man auf der Plattform des Deutschen Behindertenfonds sich zurechtfindet. Ich gehe davon aus, dass Sie sich als Teilnehmer zu einer Veranstaltung, sei es nun Aus- oder Fortbildung eines Landesverbandes, angemeldet haben. Sie wurden dann automatisch von dem Anbieter der Seminare als Benutzer angelegt und bekommen eine automatisierte Mail zugeschickt. Ich habe hier einmal einen solchen Benutzer angelegt und die entsprechende Mitteilung vom System ist automatisch zugestellt worden. Hier findet man jetzt seinen Benutzernamen und sein Passwort, mit dem man sich auf der Plattform anmeldet. Es gibt hier gleich auch einen Link. Damit komme ich dann automatisch direkt zu der Startseite der Plattform des DBS und kann jetzt hier über den Button Login meinen Benutzernamen und mein Passwort eingeben. Ich mache das der Einfachheit halber mit einer Kopierfunktion. Gerade bei dem Passwort ist es ja so, dass man sich da häufig vertippt und deshalb ist das viel einfacher über diese Funktion. So, jetzt habe ich mich angemeldet und habe hier jetzt erstmal die Startseite des Programms, bei der ich schon sehr viele Einsicht nehmen kann in die Funktionen. Ich habe hier oben die Möglichkeit, Veranstaltungen anzuklicken und da sehe ich, dass ich einer Veranstaltung bereits zugebucht wurde. Diese Veranstaltung habe ich auch per Mail automatisch erhalten, dass ich als Teilnehmer einer solchen Veranstaltung zugebucht wurde. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, immer doppelt über die E-Mail-Funktion und auch über hier den Button Nachrichten entsprechend das mitzubekommen, was gemacht wurde. Ich möchte jetzt nicht Community-Möglichkeiten, mein Profil erklären. Beim Planer kann ich dann die Daten meiner Veranstaltungen sehen. Ich kann nach anderen Teilnehmern suchen. Ich habe ein schwarzes Brett, wo ich Dinge hinterlegen kann und entsprechende Tool-Möglichkeiten. Wichtig ist, dass ich einfach bei den Veranstaltungen mich zurechtfinde, zu denen ich zugebucht wurde. Ich sehe grundsätzlich immer nur die Veranstaltungen, die entsprechend einen Eintrag erhalten haben. Hier ist eine Demo-Veranstaltung angelegt und die kann ich entsprechend einmal anklicken, weil ich als Teilnehmer ja hier Informationen benötige, zum Beispiel, wo die Veranstaltung stattfindet, wer noch teilnimmt und ähnliches mehr. Nach dem Anklicken der Veranstaltung habe ich jetzt hier verschiedene Reiter, die ich bedienen kann. Zum Beispiel kann ich über ein Forum Kontakt aufnehmen zu anderen Teilnehmern. Ich habe bei den Teilnehmern entsprechend hier den Seminarleiter und hier ist mein Eintrag. Hier würde ich jetzt, wenn mehrere Teilnehmer eingetragen sind, auch diese hier ersehen können. Die Reiterkarte Dateien ist insofern wichtig, weil hier der Veranstalter alle wichtigen Dokumente hinterlegt hat. Und man muss einfach nur mit der Maus auf diesen roten Pfeil klicken, dann klappen sich Objekte auf. Und hier im allgemeinen Dateiordner sind zum Beispiel hinterlegt die Lehrgangsgebühren. Und da kann ich über den Button herunterladen, entsprechend diese Datei speichern oder öffnen. Ich öffne sie jetzt einfach mal, um sie anzusehen. Und da sehe ich dann, welche Gebühren- und Beitragsordnung hier hinterlegt ist für diese Veranstaltung. Ich kann mit dem Anklicken dieses Pfeils auch entsprechend den Unterbutton wieder zusammenklappen. Hier findet sich jetzt das Lehrgangsprogramm wieder. Das heißt, ich kann hier genau sehen, wie die Veranstaltung abläuft, also an welchem Tag welche Inhalte präsentiert werden. Und das sind, wie man hier sieht, PDF-Dateien. Das heißt, die kann ich mit dem Adobe Reader jederzeit öffnen. Und hier habe ich ein Programm, das wohl um die Weihnachtszeit herum liegt. Ich habe dann eine Wegbeschreibung hier hinterlegt. Auch hier gibt es jetzt ein PDF, wo ich genau erkennen kann, wo findet die Veranstaltung statt und habe einen entsprechenden Anreisehinweis. Bei den PDFs kann ich natürlich eine ganze Reihe von Funktionen auch nutzen, also die Datei vergrößern, verkleinern, ich kann sie mir ausdrucken und dann entsprechend zur Veranstaltung mitbringen.
In diesem Fall, bei dieser Veranstaltung, finden sich noch weitere Dokumente. Hier ist ein Hospitationsvordruck hinterlegt, eine Zielvereinbarung für diesen Bereich der Ausbildung. Das sind alles Dateien, die ich entsprechend mir ansehen kann und gegebenenfalls ausdrucken kann. Ich habe hier weiterhin noch zusätzliche Reiter, die mir dann Informationen zur Veranstaltung selbst geben können. Vielleicht doch noch einmal kurz zum Profil, denn hier ist es möglich, dass man zu seinem eigenen Profil ein Bild hinterlegt, entsprechende Nutzungsdaten pflegt, Kategorien anlegen kann, man kann mit anderen Teilnehmern blubbern, also eine Form der Forumsnutzung. Gehen wir nochmal zurück zu der Veranstaltung. Und hier war jetzt ein Reiter, der bei Ausbildungslehrgängen durchaus noch eine Rolle spielen kann, nämlich hier ist ein sogenanntes Lernmodul hinterlegt. Und wenn ich dies hier anklicke, dann sehe ich, aha, hier ist also ein entsprechendes Lernmodul für mich vorbereitet, das ich zum Beispiel dann bearbeiten muss oder sollte bei Lehrgängen. Und wenn ich über den Button Starten entsprechend mich bewege, dann gibt es eine Öffnung einer weiteren Internetseite. Das ist das Modul Ilias, das hier an die Plattform angedockt ist. Und diesen Test kann ich jetzt entsprechend starten. Und dann findet man eine Vielzahl von Fragen zu den einzelnen Bereichen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, weil da kann man sich ganz einfach durchhangeln und am Ende bekomme ich eine Auswertung.